Leute, willkommen zurück zu dieser außerordentlich genialen Spielesammlungs-Durchrammel-Aktion. Das klingt merkwürdig. Dieses Ding hier sieht einfach mal genau so aus wie das Spiel von eben. Und das ist irgendwie Part 2. Und es hat einfach nur andere Grafiken. Was ist denn jetzt kaputt? Was kriegen wir jetzt für ein Hampel? Ja, wir haben hier Solid Snake-Style. Irgendwie nur, ich kann nicht bremsen und ich kann auch nicht schnell laufen. Er läuft irgendwie immer schnell. Die haben wahrscheinlich einfach gemerkt, dass die Leute immer nach vorne gedrückt haben. Wow. Und jetzt haben wir hier so Augenklöpse. Und was ist das im Hintergrund, bitte? Was sind denn das für missgestaltete Figuren? Und warum habe ich überhaupt einen Energiebalken? Warum lädt er sich wieder auf? Und tausende Fragen. Tausend Fragen, die das Leben stellt. Tausend Fragen über mich. Über mich und diese Welt. Yay. Süchtig. Oh mein Gott. Dass diese Games einfach nur durch den Wind, oder? Leute, sagt mal, was ihr davon haltet. Das ist ja echt unglaublich. Oh, unglaublich. Sorry, dass ich als ins Mikro furze. Das ist aber einfach so. Ich kann nicht an mich halten. Ja, ich springe es einfach so. Einfach, weil ich es kann. Ja, spannend. Was ist eigentlich das Ziel des Spiels? Hätte mir das mal vorher nicht jemand sagen können? Ich laufe mal ein bisschen zur Seite, vielleicht. Da gab es auch wieder so Aufsammelsachen, ne? Oh, so leider dort. Diese Figuren im Hintergrund sind eklig. World 1-4. Ach, das heißt, ich muss einfach nur. Oh, da ist was. Ich muss einfach nur durchkommen. Verstehe ich jetzt mal so. Ich gucke einfach mal. Wenn ich KO gehe, dann ist mir das auch egal. Spannend. So wie es aussieht, kann ich hier einfach stehen bleiben, oder? Ich springe einfach ab und zu, vorsichtshalber. Hey. Zum Beispiel jetzt. What? What the fuck? Ach, jetzt auf einmal kann ich fliegen. What the f. Warum? Das verstehe ich nicht, dieses Spiel. What the? Also diese, ich, also irgendwie waren wir gerade eben bei irgendeiner Art von Endboss. So viel kann ich sagen. Auch wenn ich das nicht so richtig verstanden habe, aber hey, hier scheine ich einigermaßen sicher zu sein für den Augenklopsen. Da ist er. Auf jeden Fall muss ich hier ausweichen. What the? Ich mache jetzt einfach den hier. Haha! Hat er kassiert. Hä? Doch, was macht er? Er tanzt. Oh, es ist was ganz anderes hier. Düdel, tschüss. Warum überhaupt unten rechts Tank? Und interessant. Also ich sage zumindest mal interessant, wenn auch kein wirklich gutes Spiel. Das ist also wohl irgendwas, was sich eignet für irgendwelche Spielhallenautomaten. Aber naja, gucken wir mal weiter. 3D Block. Ich habe, als ich den Namen gelesen habe, erst an Tetris gedacht. Wenn ich das Bild jetzt im Hintergrund sehe, das lässt auf irgendwas anderes schließen. Egal, wir gucken einfach mal rein. Es ist Tetris. Es ist 3D-Tetris. Was hat diese Frau im Hintergrund zu suchen? Was? Ah, Select, Pause. Warum kann ich das nicht mit nach links und nach rechts machen? Was? 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 Warum? Also interessant, also ich habe so eine Fassung davon mal auf dem PC gesehen. Es ist wirklich ein komplettes 3D-Tetris, das ist irgendwie cool. Also ich meine, wenn man überlegt, dass das auf dem NES alles stattfindet, das finde ich gar nicht mal so schlecht.
Aber es ist ein bisschen langsam eigentlich. Aber es ist wirklich komplette 3D-Grafik, also möchte ich den lassen. Also das ist nicht schlecht. Es ist zumindest, wenn es sonst nichts ist, es ist zumindest interessant, wie die anderen Spiele es eben auch waren. Unten rechts kann ich ja auch irgendwas sehen, okay. Utze, 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 Utze. Und vor allen Dingen möchte ich jetzt auch mal verstehen, was hat das mit diesen Frauen da auf sich? Das habe ich mich jetzt noch nicht verstanden. Ist das so eine Art Strip-Tetris? Das ist ja total bescheuert. Was ist denn das für ein Klotz? Das kann man noch nicht mal erkennen, was das ist. Ich glaube, das könnte so funktionieren. Oh, ich ahne... Nein? Okay. Ich habe so eine... ich habe so eine Ahnung, was passiert. Halt! Halt! Da ist es jetzt so. Irgendwas passiert doch bestimmt, wenn wir genug Zeilen voll kriegen, oder? Ach ja. Ich rechne mit so einer Art von... Ja, Frau lässt ihre Kleidung fallen. Ungefähr so. Ein Spiel solcher Kreativität erwarte ich jetzt hier. Oder diese Frauen haben damit überhaupt nichts zu tun und es ist einfach nur... Warum? Die Musik beim Original Tetris war besser. Aber ich muss den Leuten zumindest lassen, hey, es ist interessant, weil es nun wirklich ein 3D-Game ist. Auf einem Super auf einem Nintendo. Das muss ich denen halt mal lassen, wie gesagt. Gut, aber ansonsten ist es halt ein bisschen langsam, wie gesagt. Und ansonsten ist es halt einfach nur Tetris. Es ist Tetris und es gibt nichts zu sagen über diese großartige... Es gibt nichts zu sagen über Spiel, weil es ist einfach nur Tetris und ich verstehe nicht. Was will Spiel bezwecken? Okay, also da oben steht irgendwas mit einer 4. Ich gehe davon aus, dass irgendwas passiert mit einer 4. Habe ich denn jetzt schon 4 Zeilen voll gemacht? Don't know. Die Musik gehört nicht zum Besten. Das ist schon mal ganz sicher. Nein, sicher nicht. Ups. Warum ist das jetzt überhaupt schon so schnell geworden? Hallo? Da. So, ich will jetzt aber irgendwas... wir haben irgendwas geschafft. Das ist schon wieder so ein Spiel, das mich total fertig macht, ey. Warum denn? 5. Och, die Musik ist ja so übelst happy. Oh. Okay, was hat diese bescheuerte... Ich weiß nicht, ob die bescheuert ist, aber diese Frau da in dem Startbildschirm. Was hat die da zu suchen gehabt? Und warum... Warum... Nin Urchi Mayong. Hudsonsoft, das sagt mir was. Was waren noch die mit dieser lustigen Biene, ne? Das Problem ist, es ist alles japanisch. Ich nix können japanisch. Okay, Mayong habe ich schon mal gespielt. Und diese Zeichen kommen mir auch irgendwie bekannt vor. Aber wie geht dieses Spiel? Was? Was ist denn jetzt kaputt? Hä? Ich verstehe das nicht. Soll ich jetzt hier irgendwie irgendeine bestimmte Karte dazu? Hä? Was heißt das? Ist das jetzt gut? Warum? Was passiert hier? Gut, das ist also ein Mayong-Game. Ich werde mich, glaube ich, damit nicht weiter beschäftigen, denn ich verstehe überhaupt nicht, was die von mir wollen. Aber Mayong habe ich schon mal gesehen. 720... Moment mal. 720 Degrees? Ist das ein Skate-Game? Ich drücke jetzt mal auf... Oder vielleicht kommt hier eine Demo. Es ist ein Skate-Game und die Musik... Okay, komm, das gucken wir uns an. Der kann das bestimmt besser als ich. Was steht da? Nap? Oder Map?
Also wenn da steht Nap, dann will er eine Auszeit nehmen und schlafen oder so. Oh, schade eigentlich, Junge. Du bist. Schade eigentlich, Junge. Schade eigentlich, Junge. Du bist wohl nicht so richtig gut in dem Spiel, hä? Man könnte ja meinen, dass der Skateboardfahrer da schlau genug ist, dass wenn er zweimal ins Wasser gefallen ist, dass er vielleicht beim dritten Mal nicht wieder direkt drauf zuhält, aber. Oh, schade. Da ist der Hosenboden durch. Jetzt lässt er sich ja noch. Ach komm, jetzt von einem Auto überfahren. Das ist ja wohl der Witz, ey. Okay. Class 1. Okay. Yeah! Schade, eigentlich. Warum läuft die Zeit ab? Oh, so ein Noob. Warum? Ach, ich darf mich in der. Ich darf mich. Moment, Moment, ich darf mich in der Luft nicht drehen. Weil. Sonst kriegt er ganz böse Aua. Und Zeit ist fast abgelaufen. Ich sammle Perlen ein. Das ist so eine Art Paperboy oder sowas, kann das sein? Haha. Skate or die. Warum ist da so eine Frau mit Waschbrettbauch? Was ist hier los? Was ist das denn? Warum? Ich verstehe es nicht. Okay, was. Was zum Geier muss ich hier machen? Okay, komm her. Yeah, Mann. Krass, Digga. Was? Oh. Oh, schade eigentlich. Da liegst du wieder auf dem Hintern. Hat er gerade dafür echt 100 Dollar gekriegt? Oh, schade. Oh, schade. Ups. Okay, also. Nee, es sind keine. Er hat nur 100 Dollar in der Tasche, okay. Ja, ist auch ganz normal, wenn man skatet, dann nimmt man einfach mal so 100 Dollar mit, weil das kann man ja immer brauchen. Kann ich mich davor in Sicherheit bringen? Ich werde auf einmal ultimativ schnell. Da hat ihn der Totenschädel eingeholt. Okay, dieses Spiel verstehe ich irgendwie auch nicht. Aber es ist irgendwas. Ich überfahre die jetzt einfach. Warum steht da? Moment. Okay. Mit wem spielt diese Frau in Anführungsstrichen da? Warum sieht sie aus wie Arnold Schwarzenegger? Und warum wirft sie Frisbees irgendwo hin und. Ich glaube, ich spiele was anderes. Das Spiel heißt 75 Bingo und danach, ich lese es mal auf Deutsch vor, Sachen Chinesisch. Was ist denn Sachen? Wie spricht man das überhaupt aus? Und Fever, insert Coin. What? Hä? Ja, Stern. Wir haben das. Also Sterne sind gut und insert Coin. Ich habe keine Coins. War Junge. Hat man unendlich Credits? Das macht unheimlich Sinn, ja. Was? Was mache ich denn hier gerade? Verstehe ich nicht. Ach, Push Start. Das ist also so ein einarmiger Bandit. Das Geräusch ist irgendwie eklig. Demo? Warum jetzt Demo? Push Hold, Push Bet, Push Start, Push Hold, Push. Also, ich weiß es nicht. Katsching! Ja, Mann, heftig! Ich mache halt einfach jetzt das hier gedrückt, so. Moment, warum sind diese Töne im Hintergrund so extrem leise? Ah, ich glaube, ich weiß warum. Push Hold. Was ist ein Hold? Ausrasten! Nein, nicht ausrasten? Nicht ausrasten. Push Bet. Ja! Das ist ein extrem spannendes Spiel. Ich glaube, es gibt da irgendwie Interessanteres. Ich glaube, wir gucken einmal neben diesem Bar. Foo Bar. Warum steht da nicht mehr Demo? You win. Hey, you win ist gut, aber ich habe schon 260 ausgegeben. Scheißspiel!